Heute zeigen wir euch, wie man Zucchini-Spaghetti mit Bolognese zubereitet. Hierzu braucht ihr folgende Zutaten. 2 Zucchinis, 500 Gramm Hackfleisch, eine Packung passierte Tomaten und 3 Esslöffel Tomatenmark, Gewürze nach Wahl und eine kleine Zwiebel. Zuerst wird die Zwiebel mit etwas Olivenöl angedünstet. Anschließend gebt ihr Hackfleisch dazu und bratet es an. Tomatenmark und passierte Tomaten dazugeben und aufkochen lassen. Würzt die Soße nach Belieben und lasst es 15 Minuten auf niedriger Flamme köcheln. In der Zwischenzeit wascht und schneidet ihr die Zucchini in dünne Streifen. Legt die Zucchini-Streifen für 5 Minuten in zuvor aufgekochtes Salzwasser. Nun sind die Zucchini-Spaghetti fertig und können angerichtet werden. Wir hoffen, es schmeckt euch genauso gut wie uns. Wir würden uns über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Zeigt uns eure Varianten der Zucchini-Spaghettis und markiert uns unter eurem Beitrag. Alle Links zu unseren Social-Media-Seiten findet ihr in der Videobeschreibung.